Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Geehrte Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa salam berichtet uns das Folgende. Imam Bukhari verifizierte diesen Hadith. Es gab drei Männer, die unterwegs waren und die in einer Höhle nächtigten, bis dann der Eingang zur Höhle verschüttet wurde von einem großen Stein. Die drei Männer bemerkten, dass Allah Ta'ala sie prüft und sagten, dass sie nun Allah Ta'ala anflehen mögen, dabei nennend ihre guten, besonderen Taten, auf dass Allah Ta'ala ihnen einen Ausweg schenkt. So begannen sie, Allah Ta'ala zu bitten, und der erste von diesen dreien, er bat Allah Ta'ala darum, indem er seine Tat nannte, dass er eines Tages eine große Anstrengung für seine Eltern auf sich genommen hat. Und er sagte, wenn ich das für dich getan habe, so schenke uns Befreiung. Und tatsächlich bewegte sich der Stein, der den Eingang zur Höhle versperrte, ein wenig. Als der zweite dann an der Reihe war, erwähnte er die besondere Tat, dass er unheimlich in eine Frau verliebt gewesen ist und sie dazu bewegen wollte, zum Schlechten, und es wirklich kurz vor knapp war und die Frau ihn dann an Allah Ta'ala erinnerte mit den Worten sinngemäß, hab Ehrfurcht vor Allah und brech das Siegel nicht. Und in diesem Zustand, in dem er sich befunden hat, wirkten diese Worte stärker als seine Begierde in ihm gewesen ist, und die war, wie er beschrieben hat, unheimlich groß gewesen, und er verließ die mögliche Sünde für Allah. Und als er dies ausgesprochen hat, bewegte sich der Stein um ein weiteres, aber noch nicht genug, um die Höhle verlassen zu können. Nun war der Dritte an der Reihe, und er erwähnte, dass er eines Tages jemanden beschäftigte und sie vereinbarten den Lohn von einer gewissen Menge an Reiskörnern. Der Arbeiter nahm seinen Lohn allerdings nicht an, und was tat die Person? Sie säte diese Reiskörner aus, und Allah Ta'ala segnete das Ausgesäte, und so investierte er und hat dann eine Herde, also eine große Weide kaufen können und eine Herde an Nutztieren. Aufgrund dessen, was er, wie gesagt, zuvor aussäte vom Lohn, vom unausgezahlten Lohn oder vom nicht angenommenen Lohn. Und später kam dann die Person und erinnerte daran, dass noch eine Schuld aussteht. Und der Mann, der sagte, in einer Lage gewesen, wo er hätte der Person einfach nur einige abgemachte Reiskörner aushändigen können. Er sagte, schau, das alles gehört dir. Und die Person sagte, mach dich nicht lustig über mich. Ja, fürchte Allah und mach dich nicht lustig über mich. Und er sagte, nein, das ist deins. Also ich habe deinen Lohn quasi investiert, und dies ist das, was du siehst. Und subhanallah, die Person, eine Prüfung von Allah, sie nahm alles mit, ohne irgendetwas zurückzulassen. Ja, normalerweise hätte man davon ausgehen können, okay, hey, danke, dass du es investiert hast, du hättest es ja auch übrig lassen können, oder wir haben jetzt nur die Reiskörner auszahlen können. Und die Person, die Dritte, die also in der Gruppe war, sie bat Allah Ta'ala dann sinngemäß mit den Worten, wenn ich was für dich getan habe, ja, diese gute Tat, dann schenke uns einen Ausweg. Und so gehört es, liebe Geschwister, zu unseren Bittgebeten dazu, dass wir Allah Ta'ala darum bitten, mit der Erwähnung unserer besonderen Taten, geehrte Geschwister. Jetzt erwartet nicht von mir eine Auflistung an besonderen Taten, denn ihr seid Experte für euer eigenes Leben. Überlegt euch, was könnt ihr Besonderes tun? Und subhanallah, der Ramadan ist nicht nur eine besondere eröffnende Gelegenheit, weil wir einfach nochmal bessere Menschen sind. Also das Gute, was in uns schlummert, das kommt im Ramadan verstärkt raus. Sondern weil wir auch vielfältigen Lohn bekommen im Ramadan für unsere guten Taten. Lass uns überlegen, lass uns in uns gehen, welche besonderen Taten können wir
im Ramadan begehen. Und allein, dass wir darüber nachdenken, ist bereits eine gute Tat. Ja, so dass wir bereits sagen können, oh Allah, wenn ich für dich darüber nachgedacht habe, was ich Besonderes tun kann, ja, dann gib mir dieses und jenes. Und vergesst mich auch nicht in euren Mitgebeten, dass auch euer Bruder Muhammad Juhari dazu fähig sein wird, Besonderes zu tun. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.